Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen einfacher und leichter, und ich habe es auch farbiger gemacht, dann geht das besser. Also, man kann ja Kräfteparallelogramme und alles solche Dinge herstellen. Müssen wir nicht, wir können es auch mit Vektoraddition machen. Ich nehme jetzt mal F1 als erste Kraft und werde F2 parallel dahin verschieben. Machen wir das mal. So, na komm. Länge muss natürlich stimmen. Die nenne ich jetzt hier F2'. F2'. Ja, ist ein Vektor. So, fertig. Und jetzt kann ich doch sagen, okay, die resultierende aus den beiden, also auf F1 und F2, ist dann diese hier. Läuft bis zu der Pfeilspitze. Nennen wir die FR1, 2. Dann haben wir, können wir nicht durcheinander kommen, dann wissen wir, aha, so weit sind wir. So, jetzt habe ich diese Kraft, die hellblaue, die gilt jetzt für mich. Und jetzt nehme ich F3 und werde F3 parallel hier rüber verschieben, also an die Spitze der hellblauen neuen resultierenden. Dass das jetzt nicht alles ganz sauber ist, das weiß ich auch, aber das Prinzip müsste klar sein. Nennen wir die dementsprechend F3 Strich als Vektor dargestellt. Gut. Und jetzt brauche ich bloß eins zu machen, so wie ich von hier nach hier gegangen bin und diese resultierende Spitze hier ermittelt habe, kann ich das gleiche jetzt machen mit der hellblauen und der grünen. Und das werde ich jetzt mal in hellgrün versuchen hinzumalen. Und siehe da, wenn das jetzt ein bisschen sauberer wäre, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dann sieht man das auf jeden Fall sehr schön. Also mit Lineal kann ich das hier auf dem Tablet nicht so gut machen. Nennen wir das, ist ja wieder eine neue resultierende und die, ich schreibe es mal hier ran, das ist FR 1, 2, 3. So. Und das gleiche Verfahren machen wir jetzt mit F4. Also ich werde F4 hier parallel an diese Spitze verschieben. Hoffe, das reicht. Das wäre dann F4 Strich. Und auch wieder von dem Schwerpunkt bis hier ran, bis zu der Spitze. Das mache ich jetzt mal in Orange. Habe ich noch eine resultierende. Wieder eine neue. Und die kann ich natürlich wieder benennen. Das werden wir hier hinten schreiben. FR 1, 2, 3, 4. Eigentlich ganz einfach. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt noch die auberginefarbene F5. Die verschiebe ich jetzt hierhin parallel. Also, Aubergine, wo ist es? Manu. Ah, hier. F5 parallel hierher verschoben an diese Spitze. Das wäre also na, F5 Strich. Und jetzt gilt bloß noch Folgendes. Wieder vom Schwerpunkt bis dahin habe ich die letzte resultierende und die mache ich mal in dieser pinkähnlichen Farbe hier. Und jetzt haben wir die Aufgabe damit gelöst. Das ist also unser FR 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt also, die starken großen Hunde haben natürlich jetzt den Knochen, die haben mehr Kraft, die würden den Knochen insgesamt hierher ziehen, wurden aber von der kleinen, vom Hündchen hier ein bisschen behindert und natürlich von dem nicht ganz so kleinen oder großen Hund von F5 auch noch ein bisschen in die Richtung gezwängt. Naja, so wird es laufen. Jetzt kommt der nächste Fall. Da ist die resultierende in diesem Fall schon bekannt, aber ich werde jetzt hier links anfügen, wie das dann weitergeht, sodass ihr dann nicht immer alles auf einmal gucken müsst. Ich wünsche euch alles Gute, auch fürs neue Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis denn. Tschüss, tschüss.